Hallo und willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Heute seht ihr mal, wie Rita jetzt in letzter Zeit immer höchst professionell unsere Instagram-Stories macht. Und zwar hat sie sich auch so etwas gekauft, was man einen Gimbal nennt, nur für ihr Handy, Rita. Deswegen sind deine Instagram-Posts in letzter Zeit so cool. So professionell. Ja, ich finde den eigentlich richtig cool. Speziell auch, weil das relativ einfach geht, weil man da so Voreinstellungen hat. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal dieses Rhythmus zum Beispiel verwendet und da quasi ist schon eine Musik hinterlegt und er bewegt sich dann auch von selber immer so. Magie Wer hat, auf der hat. Instagram, aber wirklich, was filmst du denn überhaupt gerade? Ich habe mir gedacht, dass ich einen kurzen Reel zu deinem Hafen mache. Oh ja, Denn es gibt ein Hafen-Update. das Man glaubt Hafen-Update. es gar Ich nicht. glaube, das Video, mit dem überhaupt niemand gerechnet hat, weder wir zwei noch Nein. sonst irgendjemand. Ich war Nein. eigentlich dort drüben und habe mal ein paar Baseplates zugeschnitten, damit wir hier mal die, vielleicht fällt es euch auf, ich finde, es macht einen großen Unterschied, Ja. damit hier mal endlich diese hässlichen Holzplatten ein bisschen weg sind. Hier bin ich noch dabei, aber einmal rundherum und dann hatte ich so kleine Zuschnitte und habe damit dann dasselbe hier beim Hafen gemacht, denn auch hier einmal rundherum war noch das. Ja, diese Holzplatte zu sehen und tada, ich glaube 2,5 Tage später, ich habe jetzt ziemlich lang daran herumgedoktort, haben wir jetzt ein Hafen-Update für euch und da hat sich einiges getan, das wollen wir euch zeigen. Dann Wir, gebe ich meinen Gimbal mal weg, ja, Rita, oder? du bist jetzt nicht so wichtig, wir machen jetzt ein Video für YouTube, hoppla. Das ist jetzt momentan wichtig, aber du kannst nachher gern noch was filmen, wenn du möchtest. Du Die hast jetzt Bild Christoph. Filmfreigabe. Wir haben ja hier beim Hafen schon, ich glaube, mehrere Jahre nichts mehr gemacht. Das ist ja das ja, mehr oder weniger Ursprungslayout. Ganz am Anfang waren diese Docks hier so seitlich eingebaut. Was piepst hier so? Oh, das ist dein Gimbal. Wir haben es dann mal relativ bald in der Geschichte von Wild City so gemacht, dass die Hafendocks dann in diese Richtung ausgerichtet sind. Wir haben es ein bisschen verkleinert und wir haben hier einen Mix aus verschiedenen Booten und mehr oder weniger Hafensets der letzten, nennen wir es, Jahrzehnte. Wir haben hier, ich glaube, frühe 90er, hier Nullerjahre, wie man so schön sagt heutzutage. Und auch hier, ich glaube, das war das letzte Hafenset. Und zusätzlich hatten wir hier eine riesengroße Fläche, die einfach nur grau war. Ich habe mir da von Jangbricks ein bisschen was abgeschaut, weil der hat das so ähnlich in seinem Hafen gehabt. Übrigens, Rita hat sogar extra hier noch Staub gesaugt. Schauen wir mal, ob es wirklich lupenrein und staubfrei ist. Das Sieht nicht hoffe ganz so schlecht aus. ich Und ich habe das am Anfang echt cool gefunden, zumal wir damals, ja, wann haben wir das gemacht? 2020, glaube ich, hatten wir dann endlich mal genug von diesen einmal zwei Fliesen in dunkelgrau doch. und da habe ich einfach diesen ganzen Vorplatz hier einmal grau gefliest, weil ich mir gedacht habe, das soll so richtig industriell ausschauen und so richtig hafenmäßig. Übrigens, wir wohnen ja nicht am Meer, also wir können da gar nicht mitreden. Falls jemand von euch aus Hamburg oder Rotterdam ist, gebt uns bitte Tipps, was Wir wir noch sind verbessern können. eher Banausen, würde ich Ja. sagen, aber Aber gut. ich muss sagen, der Hafen ist echt schön geworden. Also einerseits haben wir hier auf allen Seiten, da hat mir Rita gestern noch geholfen, ich glaube 5 oder 6 Noppen noch Platten ergänzt, damit auf allen Seiten jetzt der Tisch ein bisschen verschwindet. Das sieht jetzt um einiges eleganter aus. Dann haben wir auch hier, wie ihr seht, diesen Bereich hier noch ein bisschen erweitert, wo noch ein bisschen Lagerfläche ist. Und auch eine wunderbare Mauer, ich will ja Ja, nichts sagen. mit der hat es eigentlich begonnen, ganz richtig. Wir hatten ja hier nur so eine einfache Steinmauer, weil wir auch keine Steine hatten damals. Haben die jetzt ein bisschen aufgebockt und hier mit diesen schönen, ja, was sind das, so Halbkreise. Wir haben nur in der Ecke hier noch kein richtiges Teil, da habe ich mal pro forma das hier hingegeben. Es ist dann weitergegangen. Wir haben dann gemeinsam, Rita und ich, solche ja, Container-Regale gebaut. Die haben wir uns abgeschaut von einem City-Set, sind nur in der Farbe ein bisschen anders und haben hier ganz interessante Container reingegeben. Ja, da haben wir alles Mögliche drinnen. Wir haben, keine Ahnung, Feuerwehr, Zubehör, alles, was wir irgendwie gefunden haben. Dann hier alle möglichen Schachteln. Ihr kennt die auch von den, die haben wir auch im Zoo stehen zum Beispiel. Hier der Container. Ich glaube, das sind irgendwelche Verpackungsmaterialien. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Es wird hier auf jeden Fall einiges transportiert. Genauso Ja, hier dasselbe Mülltonnen. nochmal in Hoppala, Hurpala. klein. Genau. Also ich finde, ich bin ja, ich bin
bin ja gespannt, was das eigentlich sein soll. Also da weiß ich nicht genau, das hat Christoph sich einfallen lassen. Sehr giftig. Ich finde, ja, das sieht nach irgendwas. Uranium. Ja, ich oder weiß auch nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich da happy bin, dass wir das in Wild City im Hafen stehen haben, aber gut. Ja. Hier haben wir übrigens auch noch eine Kiste mit Videofliesen, die ja nicht ganz so großer Beliebtheit waren damals. Ich drehe das Licht wieder ab, ich glaube, hier ist es hell genug, oder? Mhm. Und wir haben auch hier, wenn ihr schaut, mal hier ein paar dieser Wegweiser verändert. Allen voran diesen Pfeil hier, der war ja dieses komische, was war das überhaupt? Ein Dreizack oder sowas? Das hat nie richtig gut ausgesehen. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, ist eh klar, weil wir hatten ja diese Fliesen nicht, weil die sind ja relativ neu, oder? Ich glaube auch, diese Dreiecke. Ja. Also auf jeden Fall für uns neu. Und jetzt können wir so coole Pfeile bauen. Sieht auf jeden Fall um so viel besser aus. Oh ja. Und dann haben wir auch noch hier solche Markierungen, dass hier die Lastwagen mehr oder weniger nicht in diesen Bereich reinfahren dürfen. Da hatte ich ursprünglich einmal Zweierfliesen in Gelb. Und Christoph hat sich dann aufgeregt, weil er gesagt hat, wir haben nicht genug einmal Zweierfliesen in Gelb. Aber, und ich habe dann Figuren zusammengebaut, einige also nicht Bauarbeiter, Hafenarbeiter. Figuren, sogar Emmett ist hier, ob das eine sogar Emmett ist hier. Der Einzige ohne Helm, glaube ich, oder ziemlich der Einzige. Auf jeden Fall habe ich dann beim Figuren zusammenbauen, habe ich auch einen Radfahrer, der übrigens zu spät in die Arbeit kommt. Ich weiß nicht, ob du den siehst, deswegen schwitzt er auch so. Mhm. Und habe den zusammengebaut und auf einmal entdecke ich diese gestreiften Fliesen und schlage es Christoph vor und Christoph gleich so, nein, mache ich jetzt sicher nicht, das alles wieder rausreißen. Und dann habe ich eine Probe gelegt, eine Fliese und auf einmal war es so, okay, sieht doch gut aus. Ja, falls ihr euch vielleicht fragen solltet, warum das alles so lange gedauert hat, weil ich gesagt habe, 2,5 Tage. Es ist eine Krux hier, diese Fliesen auszutauschen. Oh ja. Das ist alles andere als leicht. Ich habe mich auch ein, zwei Mal ein bisschen in den Finger geschnitten. Rita musste mich verarzten. Nicht mit dem Brick Separator. Wir haben das mit einem Stanley-Messer gemacht. Ja. Und hier übrigens, wo ist das? Moment. Jetzt, ich suche gerade etwas. Wir haben hier auch noch so ein einen geheimen Container. Ah, der ist hier, den habe ich auch noch gebaut. Warte mal hier, man sieht hier, glaube ich, nicht gut rein, aber hier haben sie auch, das ist natürlich ganz versteckt, irgend so ein Monster gefunden oder so ein Skelett. Das kommt dann in das Naturhistorische Museum. Das ist aber noch am Schiff und von dem weiß hier noch niemand. Und wie Rita das richtig sagt, wir haben hier auch jede Menge dieser Absperrungen neu gemacht, auch ein paar Straßenlaternen. Und ich finde, das sieht echt ganz cool aus. Hier übrigens auch unten, dieses Dach hier ist neu. Hier werden auch die radioaktiven Abfälle gelagert, die dann ins Endlager wandern. Das haben wir auch jetzt ein bisschen neu modelliert. Die Autos, Gabelstapler und alles neu angeordnet. Und ich finde, das macht jetzt echt einen ganz schönen Eindruck. Zumal ja der Hafen so ziemlich das Erste ist, das man sieht, wenn man hier nach Wild City kommt. Ja, auch vielleicht kennen es Leute von euch immer wieder Referenzen an die gute neue, an die gute alte 9-Volt-Zeit hier, dieses Teil von dieser Eisenbahn. Das hier ist irgendwie so für einen Schacht etwas vorbereitet und so weiter. Also es gibt hier wirklich Flugzeugteil jede Menge richtig zu cool, entdecken. Ja. Und Rita hat da auch noch wirklich coole Minifiguren eingebaut jetzt. Aber ich und bin jetzt, das sieht ganz, ganz cool aus. Wo wir es uns nochmal anschauen, irgendwie am Überlegen, sind es nicht noch zu wenig Minifiguren? Bei Rita, bei dir sind es immer zu wenig Minifiguren. Du kannst gerne noch ein paar, wir haben ja so viele mit diesem Arbeiter-Outfit, die wir sonst eigentlich nie in der Stadt verwendet haben, weil die nicht besonders beliebt sind bei Rita. Jetzt hättest du mal die Gelegenheit, hier so viele zu platzieren, wie du möchtest. Eben. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein, zwei. Darfst das gerne. Hier unten fehlen auch noch ein, zwei, glaube ich. Wir haben das Layout hier im Großen und Ganzen gleich belassen. Es stammt ja auch noch aus einer Zeit, wo wir damals ja die Sets mehr oder weniger immer nur 1:1 in die Stadt eingebaut haben und nicht wirklich viel verändert haben. Jetzt sind wir aber mittlerweile schon längere Zeit so weit, dass wir sagen, wir bauen die Sets auch gerne ein bisschen an unsere eigenen Bedürfnisse um und haben das teilweise auch gemacht hier mit diesen Hafenanlagen. Trotzdem finde ich, dass wir hier diesen Mix ganz gut getroffen haben mit diesem einerseits originalen Lego-Sets, andererseits ein bisschen Mock-mäßig, also das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich finde auch, es sieht jetzt richtig cool aus und es ist natürlich trotzdem, es gehen dann massiv Teile rein. Oh ja. Also es ist jetzt irgendwie,
so der große Unterschied. Vielleicht denkt man sich, ach ja, gut, da ist ein bisschen hier und ein bisschen da, aber es sind ja echt massiv Teile da Ja. reingegangen. Also das ist nicht ohne. Und da merkt man wieder, wenn man quasi etwas richtig einbauen möchte in die Stadt und das halt eben da ein bisschen mit die Umgebung quasi die Umgebung formen möchte, dann gehen da schon richtig viele Teile. Ja, also eigentlich bevor der ausgegangen ist, wollte ich sagen, dass man das nicht unterschätzen soll. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch denkt, okay, ihr wollt es auch einbauen und dann habt ihr vielleicht zu wenig Teile. Das kann definitiv vorkommen, weil man immer doch mehr braucht, als man glaubt. Ich finde den Look hier mit den Kränen auf jeden Fall extrem cool. Mir gefällt der Hafen. Es ist ja auch so ziemlich das allererste, was man sieht, wenn man hier nach Wild City reinkommt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was wir hier mit diesem freien Bereich neben der Fischstäbchenfabrik tun. Da muss jetzt, glaube ich, mal demnächst dieser Turm von Ortank weg. Denn solange der hier steht, habe ich irgendwie, so gut er mir gefällt, hier keine Muße für diesen Platz etwas zu finden. Außerdem, ihr seht, wir haben Dumbledore übrigens. wird sich grämen. Ja, der wird sich wirklich grämen, zumal das nicht Dumbledore ist, mein Freund. Es ist auch zusätzlich der Platz, wo wir immer unseren Kaffee, den wir heute eigentlich unten vergessen haben, und auch zum Beispiel mein Handy hinlegen. Also das ist so mehr oder weniger der Ablageplatz Nummer 1. Für diesen Platz hier haben wir aber schon ein paar Vorschläge von euch bekommen. Wir werden uns dann demnächst mal ansehen, was das wird, und daten euch dann ab, was hier im Bau ist. Ich finde, der Bereich ist auf jeden Fall jetzt mit dem Vorher-Nachher-Bild, kann man es vielleicht noch besser vergleichen, um einiges cooler. Rita, ein Abschlusswort von deiner Seite, bitte. Armer Dumbledore. Wir werden uns noch besprechen. Wir werden sonst noch einen guten Platz für ihn finden. Vielleicht beim Hogwarts-Schloss. Nein. Wenn ihr noch Vorschläge habt, ich sehe, hier sind noch ein paar leere Container. Da könnt ihr uns Ja. gerne noch sagen, was hier noch unbedingt rein muss in den Hafen und ob wir noch irgendetwas vergessen haben oder ob irgendetwas gar nicht geht. Oh Und ja, bitte sagt uns ansonsten das. würde ich sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst in Wild City. Bis bald, Tschüss. tschüss.